Okay, ich glaube, das hätte ich doch nicht tun sollen. Oh! Breakdance! You spin my head right round, baby, right round, when you go down, down. Und willkommen, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ja, ich bin jetzt schon hier drin, weil beim Anfang von diesem Part, da hat mein Mikrofon nicht, ist es nicht angegangen. Und deshalb, also ich schaue gerade noch, was passiert ist. Also ich war hier durch und hab gesehen, wie mir der Schatten den Weg versperrt hat. Ja. Achso, dafür habe ich das betätigt. Achso, sonst hätte er mich geholt. Okay, gut, dass ich den dann betätigt habe. Gut, also wahrscheinlich willkommen hier jetzt beim letzten Part von Amnesia The Dark Descent. Und was haben wir hier? Au! Was habe ich hier gerade gemacht? Okay, ich... Ja, wir haben ganz schön viel verloren. Die hauen wir jetzt raus. So, was steht denn da? Vergeltung. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer, a monster. And now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. Ach, I cannot see as my eyes are dressed in tears. I am as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away, as we did with them. Aha. Amnesia-Trank. Daniel. Er hat vielleicht ein Monster, einen Mörder aus dir gemacht. Aber er hat... Und, ach ja, und er hat dich manipuliert. Aber du hast dich auch manipulieren lassen. Also, gib nicht nur ihm die Schuld, sondern such sie auch bei dir selbst. Soll ich da was machen? Ich hab da Blut. Ich hab da hingelangt und in das Blut reingetropft. Aktiviert das irgendein Signal? Okay, ich glaube, das hätte ich doch nicht tun sollen. Oh! Breakdance! You spin my head right round, baby, right round, when you go down, down. Okay, also lasst uns das nicht mehr anfassen. Aber dass ich jetzt auch noch zum Schluss Spaß haben kann. Ah ja, wir können ja verwenden, wie wir lustig sind, denn es geht zum Finale hin. Da ist Öl jetzt Nebensache. Das innere Heiligtum sieht sehr, sehr heilig aus und tumig. Ach nein, hier auch nochmal, Leute, wie... Au, ja. Gut, ich vermute mal, wir müssen das machen, um irgendwie weiterzukommen. Sonst würde das für mich keinen Sinn machen. Gut. Und was ist jetzt mit dem Tor? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Gut, also Daniel, was hast du aufgeschrieben? Die Tür suche etwas, um sie zu öffnen? Hm. Wir sollen was suchen, um sie zu öffnen. Den Hebel nicht. Nö. Dann schauen wir hier gerade nochmal. So ein Wagenheber oder so haben die hier drin nicht versteckt, oder? Was sage ich hier in dem Zeitalter? Gab's. Das ist was von. Es spielt im 19. Jahrhundert, da gibt es sicher noch keine Autos. Okay, nochmal. Wir drehen uns um uns selbst. Vielleicht hilft es ja, vielleicht auch nicht. Gut, ich bewege mich mal zum Kreuz hin. Vielleicht finden wir da ja eine Lösung. Gut. Und welche Stimme?
Okay. Habe ich schon erwähnt, dass ich mehr Glück als Verstand habe? Da hat sich doch was bewegt. Oder muss ich da auch in den Kreis rein? Oh. Ah. Hey, Daniel. Wir sind kurz vorm Ziel. Jetzt mach nicht schlapp. Jetzt. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ich sehe den Ausgang nicht. Okay, der Schatten ist durchgebrochen und wir dürfen keine Zeit verlieren, Daniel. Also, pack endlich mal deinen Mut zusammen und drifte hinfort wie ein kleines Fohlen. No, 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 no. Kugelkammer. Bingo, er wurde böse. Es war einfach ihre Unverschämtheit zu nutzen, um sie in dieser Geschichte als die Bösen darzustellen. Aber sie verdiente nicht zu sterben. Selbst er konnte das sehen. Ach du. Heilig. Das ist Alexander. Na gut, ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Bild. Aber drei wichtige Fragen habe ich nun. Erstens, warum so gelassen? Alexander, meinst du, du kommst damit durch? Nee, wir haben eine Geheimwaffe dabei. Zweitens, du hast es verdient für all das, was du anderen Menschen angetan hast. Jetzt gibt's die saure Packung zurück. Und drittens, und die ganz wichtige Frage ist, warum zur Hölle bist du nackt? Du hast gewusst, dass du Besuch erwartest. Du hättest wenigstens Boxershorts oder Unterhosen mit kleinen Enden anziehen können, was weiß ich. Hier könnten Kinder zuschauen. Das hast du aber wohl nicht bedacht. Okay, weiter zum Text. Meinst du? Ich sehe einen armen, gequälten Mann in Agrippa und das von dir zugefügt. Dadurch macht es dich zum Bösen. Achso, er meint ja, ob ich nichts Gutes in ihm sehe oder nichts Böses in Agrippa. Wie soll ich sagen? Ja, ich rede jetzt viel, aber ich will jetzt was loswerden. In ihm was Gutes? Ne. Im Laufe des Spiels hat er nichts Gutes zu mir getan. Er wollte mich sogar loswerden, also bitte, was ist daran gut? Und Agrippa, was Böses? Er wollte ihm helfen, aber dadurch, dass er uns wieder geholfen hat, hat sich irgendwie revanchiert, also. Hey, was machst du? Was ist denn? Das Mast ist instabil und wird gleich umgeben. Ach, nein, nein, nein. Weißt du was? Alexander, ich schau einfach zu und du machst deinen Plan fertig, ja? Es ist ja nicht so, als hätte ich hier irgendwie einen geheimen Plan und. Was zur Hölle? Geile Musik, du, muss ich sagen. Und da wird das Tor geöffnet? Ja, schau nicht so. Schau nicht so. Ich hoffe jetzt nicht, dass es sich gerade an mir aufgeilt. Ist jetzt der falsche Gedanke in zur falschen Zeit, aber ich meine echt. Der Alex hier mit seinem Schniedelwutz. Konzentriere dich darauf. Okay. Agrippa, bist du bereit? Okay, das Portal hat sich noch nicht geöffnet. Okay, Agrippa, mach dich bereit. Wir sind hier beim Super Bowl. Meine Damen und Herren, die Spannung ist groß. Wer wird gewinnen? Team Alexander und Schatten oder Team Daniel und Agrippa? Ich kann jetzt nicht ernst bleiben. Tut mir leid. Die Fans sind außer sich. Es geht zum großen Finale über. Es öffnet sich eine Öffnung, ja. In einem gleißenden Licht. Und ich glaube, ich mache das gerade alles kaputt, dass ich hier rede, oder? Oder soll ich mal leise sein? Ich bin mal leise. Hab genug gesprochen. Okay, tut mir leid. Ich lasse ihn nicht aussprechen. Ach so. Ich wollte ihn gerade unterbrechen. Das ist ja der Fehler bei Bösewichten in Cartoons oder Animes. Sie hören ihnen immer zu, bis sie fertig geredet haben.
Vergiss es! Das wird kein Home Run! Ich werde Agrippa helfen, denn er war gut zu mir, im Gegensatz zu dir. Na, ich bin sorry. Ich habe gewonnen! Ja, finde dich vor Schmerzen! Oh oh. Hey, hey! Au! Nein! Nein, ich bin jetzt nicht tot, oder? Nein. Nein. Oh. Ich bewege mich gerade auch wieder selbst. Was ist das? There he is. Do you see him, Liar? He deserves so much more. Agrippa? Please, help him. I know you can. Ja. Ich bin... Don't worry, Daniel. It will be all right. Ich bin gerade in Tränen nahe. Er hat uns echt geholfen zu überleben. Das ist ein wahrer Freund. Reiß dich zusammen. Es ist noch nicht vorbei. Eine Produktion von Frictional Games. Amnesia, The Dark Descent. Es ist vorbei. Ich sehe es zwar, aber ich kann es nicht fassen. Ich, ein Typ wie ich, hat ein Horrorspiel wie Amnesia durchgeschafft? Ich bin froh, ich bin stolz, ich bin... Ja, Mann, aber du! Das war ein schönes Ende. Wir haben Agrippa geholfen zu überleben. Und er hat uns geholfen zu überleben. Und ja, was kann ich... Mein Resümee zu dem Spiel, es war mein erstes richtig langes Horrorspiel und es hat mir sehr gut gefallen. Die Musik, die Atmosphäre, die Geschichte, das, was die Entwickler da zusammen geschafft haben. Meisterleistung. Die Geschichte war packend. Es gab Momente, wo ich einfach meinen Spaß dazu nehmen konnte, aber auch einfach Momente, wo ich Angst haben konnte. Und das macht ein gutes Horrorspiel aus. Und nächstes Jahr, habe ich ja schon gehört, soll Amnesia 2, A Machine for Pigs, rauskommen. Aber ob ich das spiele, ich habe schon mal einen Trailer gesehen. Die eine Seite sagt, nee, lieber nicht. Aber die andere sagt, oh ja doch, du hast doch auch bald den ersten Part den ersten Teil beendet. Was meint ihr? Ich könnte euch das überlassen, was ich machen soll. Ansonsten würde ich halt einfach nur mit anderen Horrorspielen weitermachen, was ich noch so finde. Ich habe noch was in Planung. Und ist jetzt vorbei? Ist vorbei. Ende. Ja. Ist vorbei. Bisschen schade, dass es so ein offenes Ende ist. Passiert noch was weiter? Ach, jetzt kommen wir wieder auf den Titelbildschirm. Ja. Geschafft in 25 Parts, glaube ich. Das finde ich wirklich... Das ist für mich eine Leistung. Hoppala. Nicht den Tisch zum Wackeln bringen. Ich werde jetzt gerade noch ein bisschen drehen, weil... Was möchte ich noch sagen? Also, ich möchte mich bei allen bedanken, die bei diesem Let's Play zugeschaut haben. Besonders durch mich bei allen Personen bedanken, die sozusagen mich über diese Videos dann kennengelernt haben und mich dadurch abonniert haben. Ich bin immer noch sehr froh, sehr stolz, sehr glücklich darüber, ja. Was ich demnächst noch vorhabe von anderen Let's Play Videos, tja, wie gesagt, ein anderes Horror-Let's Play habe ich schon noch immer im Hinterstübchen. Ansonsten werde ich aber, ich glaube, ich mache erstmal Pause von Amnesia, von Horrorspielen. Man wird mich Let's Plays widmen, wo ich wieder richtig Spaß haben kann. Kein Fürchten, nur Spaß. Aber es gibt ja noch haufenweise, kann ich euch ja zeigen, haufenweise Custom Stories, die ich spielen kann. Und wenn euch dieses Let's Play für mich schon gefallen hat, dann kann ich euch vergewissern, dass ich genauso viel Komik auch in die Custom Stories reinpacke. Ja. Ansonsten, ja, wenn ich mal wieder... Ich habe eigentlich schon lange vorgehabt, wieder richtige Filme zu drehen, nur entweder fehlt mir die Zeit oder ich habe nicht wirklich die richtige Motivation.
Aber ich werde mir da schon noch was überlegen, weil Entertainment durch Let's Plays ist zwar eine schöne Sache, aber sonst hätte ich ja hier den Camcorder hier mich gewünscht, mal zu Weihnachten. Gut. Noch irgendein Abschlusssatz? Ihr könnt es euch schon denken. Ich bin 93 Chovo. I love to entertain you. Goodbye und tschüss. Und das war das Finale von Let's Play Amnesia The Dark Descent. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Unterhaltungsvideo. Bis demnächst.